Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben 11 Uhr. Ich würde dann schauen, dass wir pünktlich sozusagen mit der Vorstellungsrunde beginnen. Dann haben die ein oder anderen Nachzügler auch noch dann die 2-3 Minuten Zeit, um sich entsprechend hier in das Zoom-Webinar dann entsprechend anzumelden. Ich heiße euch auf jeden Fall alle schon mal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viel Interesse an Projektmanagement mit Jira und im Zusammenhang mit Big Picture besteht. Um mich kurz vorzustellen, ich bin der Adrian Landecker, bin Atlassian Consultant in der Stagil GmbH, mache das jetzt seit, ja, tatsächlich kürzlich sogar 5 Jahren, dass ich quasi die Kunden im Projektmanagement, in der Anwendung, in Konzeption von Jira, Softwareentwicklung, in den Methoden, Safe, wo wir heute noch zukommen werden, oder Scrum und Kanban Board entsprechend unterstütze. Und gleichzeitig möchte ich euch auch noch den Pavel Gus vorstellen. Wir haben also hier das Vergnügen, einen Kollegen von Softwareplan mit dabei zu haben, an den dann noch ganz gezielt Fragen vielleicht zu Roadmap oder Entwicklungsständen oder sonstiges auch noch gestellt werden können. Pavel, vielleicht sagst du noch kurz was zu deiner Person. Ja, hallo, ich bin der Pavel Gus. Ich arbeite bei Softwareplan seit 2 Jahren und bin hier verantwortlich für was wir nennen Operational Excellence. Also ich schaue, dass wir so gut wie möglich unsere Prozesse definieren, bilden und dann auch entsprechend realisieren. Generell habe ich 20 Jahre Erfahrung in IT, meistens in Projektmanagement. Also jetzt freue ich mich, dass ich bei einer Firma arbeite, wo ich wirklich ein Tool für Projektmanagement und für Portfolio Management entwickeln kann. Also, sollten Sie Fragen haben, bin ich da. Danke, Adrian. Ja, klasse, sehr gerne. Vielen Dank dir, Pavel. Super, dann würde ich einmal ganz kurz vorstellen, kurz und knapp, worum es heute nochmal geht. Das heißt, wir wollen uns heute den größten Fokus auf Big Picture, in Klammern auf Big Picture 8 setzen. Das heißt, wir werden heute ein gemischtes Publikum haben von, ich gehe davon aus, von Jira-Usern. Das heißt, dieses Webinar ist heute nicht dafür da, die Basics von Jira quasi zu zeigen, von dem Aufgabenmanagement, sondern das wird quasi vorausgesetzt. Und wir wollen dann in die Tiefe des Projektmanagements gehen und zeigen, wie man das mit Hilfe von Big Picture 8 machen kann. Gleichzeitig würde es auch immer noch mal so einen kleinen Wink quasi geben, was es für Änderungen in der Version von Jira 7, von Big Picture 7 zu Big Picture 8 gegeben hat. Und wir werden uns natürlich auch ein Hauptaugenmerk auf die Hauptfeature, die in Big Picture 8 dazugekommen sind, entsprechend halt auch anschauen. Das heißt, wenn Fragen bestehen, gerne den Chat dafür nutzen. Pavel versucht es quasi im Laufe meiner Demonstration schon die eine oder andere Frage einfach im Chat zu beantworten. Und wir werden sehr wahrscheinlich am Ende des Webinars noch entsprechend Zeit haben, um auch noch gerne über die Audiosprachausgabe quasi, also über die Berechtigung, dass ihr auch sprechen könnt, die eine oder andere Frage am Ende noch klären können. Also gerne sonst notieren, in den Chat schreiben oder bis zum Ende warten. Wunderbar, dann würde ich jetzt loslegen. Ich habe hier heute eine Demo-Instanz mitgebracht. Das heißt, in dieser Demo-Instanz werden wir uns jetzt bewegen. Wir haben hier mehrere Jira-Projekte, die wir uns dann quasi im Overview von Big Picture entsprechend anschauen werden. Bedeutet, Big Picture ist also quasi ein Add-on für die Jira-Umgebung, damit man Multiprojektmanagement, hybrides Projektmanagement, agiles Projektmanagement oder alles facettenreiche oder das Facettenreichtum, was das Projektmanagement mit sich bringt, quasi darzustellen. Ich habe dafür eine sogenannte Demo-Programmbox bzw. ein Demo-Programm angelegt, um euch erstmal zu zeigen, was denn das Big Picture letzten Endes dann auch mitbringt. Das heißt, in Big Picture versuchen wir letzten Endes Jira-Aufgaben von gewissen Jira-Projekten oder von gewissen Abteilungen, Sprintboards, Entwicklungsboards zusammenzufassen. Das heißt, die Schwierigkeit, die wir generell in Jira haben, ist es, ein Jira-projektübergreifendes Reporting oder Management aufzubauen. Klar gibt es Dashboards, klar können wir über JQL-Filter uns irgendwelche Übersichten auch über mehrere Programme holen, mehrere Jira-Projekte und mehrere Aufgaben und Sprintboards holen. Generell bietet aber Big Picture
par excellence quasi dann noch die Möglichkeit, uns alles in einem Zeitstrahl anzugucken, eine Work Breakdown Structure individuell aufzubauen, einen Scope aufzubauen, Scaled Agile Framework zu machen, das heißt über mehrere Jira-Projekte, über mehrere Sprintboards quasi einheitlich zu reporten und zu managen. Bedeutet, wenn wir Big Picture öffnen und quasi unser Projekt Saturn, das ist mein Beispielprojekt, was ich hier gerne zeige, erstmal öffnet, kommen wir in der Regel erstmal in das Overview. In dem Overview kann ich mir also anschauen, wie ist mein Programm oder meine Box überhaupt aufgefächert. Das heißt, hier sehe ich dann ganz genau, wenn man jetzt in einem Scaled Agile Framework Gedanken arbeitet, dass wir ein Projekt haben, unser Programm Projekt Saturn, was in zwei Produktinkremente aufgegliedert ist. Das heißt, wir haben ein Produktinkrement, was vom 1. Juli bis zum 30. September läuft und wir haben ein zweites Produktinkrement, was vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember läuft. Also quasi ein Produktinkrement je Quartal. Dieses Produktinkrement ist in mehrere Iterationen aufgeteilt. Und die Iteration kann man eigentlich sehr gerne auch als Synonym für diese Sprints benutzen. Das heißt, wenn ich eine Softwareentwicklung nach der Methodik Scrum vollziehe, habe ich sowieso meine Sprintplanung, die dann irgendwie einwöchig, zweiwöchig, dreiwöchig ist. Und die könnte korrespondent zu den Iterationen angelegt werden. Was das nachher für Benefits noch bringt, wie man seine Iterationen plant und wie man dann das Sprintmanagement bzw. die Scrum-Methode darauf im SAFe, also Scaled Agile Framework, anwendet, das gucken wir uns noch in dem Modul Roadmap bzw. in dem Modul Board an, um da nochmal tiefer einzugehen. Das soll erstmal fürs Erste reichen. Das heißt, was hat sich denn an dieser Stelle jetzt von Big Picture 7 zu Big Picture 8 verändert? Wenn ich mir eine Übersicht holen möchte über alle meine Programme bzw. Boxen, kann ich hier auf das Häuschen klicken und dann komme ich aufs Home. Das heißt, in Big Picture 7 zum Beispiel hatten wir noch eine gröbere Home-Übersicht, wo wir die einzelnen Big Picture-Programme, die wir angelegt haben, halt sehen konnten. Aber es war nicht möglich, die einzelnen Big Picture-Programme uns quasi in einer Hierarchie oder in einer Work Breakdown Structure anzugucken, um diese entsprechend miteinander zu planen. Und das können wir jetzt. Das heißt, wir haben einmal das Home, das ist dann das Gesamtoverview. Hier sehen wir alle unsere Programme, hier sehen wir alle unsere Boxen und können entsprechend uns dann auch Status angucken, im Sinne von, wie viele Jira-Aufgaben gibt es in meinem Programm, die zu dem Status, zu der Statuskategorie To-Do gehören oder wie viele sind schon in Progress und wie viele sind letzten Endes schon dann beziehungsweise haben dann auch eine gesetzte Resolution. Ne? Ich habe also auch hier aufkumuliert, nicht nur auf Jira-Projektebene, sondern auf Programmebene. Ich kann mir also einen Filter bauen für diejenigen, die sich jetzt noch nicht ganz genau vorstellen können, was ein Programm ist. Ich baue quasi einen JQL-Filter. Diesen JQL-Filter baue ich über mehrere Jira-Projekte oder mehrere Typen. Also ein System-Jira-projektübergreifender Filter. Den kann ich dann abspeichern und als Grundlage eines Programms nehmen, beziehungsweise einer Programmbox nehmen. Und damit habe ich quasi eine Hierarchie geschaffen. Und damit habe ich in der Theorie auch eine grenzenlose Möglichkeit, Hierarchien anzulegen. Ich kann also meinen Time-Tracking-Progress sozusagen nicht nur auf Epic und darunter sehen, sondern oben drüber auch noch in Jira-Projektebene oder sogar in Programmebene, sprich ich habe mehrere Jira-Projekte und hole mir einen Reporting-Scope über diese ganzen Projekte im eigentlichen Sinne. Und dafür ist die Overview da. Einwandfrei. So, back to topic. Ich gehe wieder in die Top-Navigation und wähle wieder mein Projekt Saturn aus, um da gleich in die Big-Picture-Konfiguration einsteigen zu können und möchte euch dann auch direkt das nächste Gantt-Modul zeigen. Beziehungsweise das nächste Big-Picture-Modul, Gantt. Und zwar ist hier der Name Programm. Wir haben also die Möglichkeit, unsere Jira-Aufgaben, von welchen Typen auch immer, ob das Epic sind, Stories, Tasks, Datum geben, bietet uns das die Grundlage dafür, diesen Jira-Vorgang in der Gantt-View im Zeitstrahl zu visualisieren. Ich bekomme gerade eine Meldung, dass meine Internetleitung instabil sei. Kann man mich noch gut hören? Pavel, kannst du mir da einmal ganz kurz Rückmeldung geben? Jetzt kann man dich hören, ja. Es war eine kurze Unterbrechung.
Okay, alles klar, wunderbar. Dann weiß ich Bescheid. Gerne Bescheid sagen, falls es nochmal brechen sollte, dann wiederhole ich nochmal den einzelnen Part. Genau, also was ich sagte ist, wir brauchen ein Start- und ein Endedatum. Sobald wir einen Jira-Vorgang, ein Start- und ein Endedatum, das können ganz normale Datepicker sein, vergeben, haben wir die Möglichkeit, ihn in unserem Programm bzw. in unserem Box-Scope zu visualisieren. Und genau das machen wir halt hier. Wir haben also irgendwie einen Epic, der quasi oben übergeordnet läuft. Das sehen wir daran, dass das hier eine Klammer ist. Haben in diesem Vorgang weitere untergeordnete Vorgänge und können dann bis auf der einzelnen Vorgangsebene letzten Endes unsere Aufgaben im Zeitstrahl visualisieren. So, jetzt sehen wir hier so ein paar Flags, wir sehen auch ein paar unterschiedliche Farben, wir sehen Striche und da komme ich jetzt peu à peu zu. Das heißt, das Gantt-Modul ist meines Erachtens nach auch das umfangreichste von der Funktionalität, die Big Picture mitgibt. Da ist ja auch das Herzstück in dem Projektmanagement, inklusive mit den anderen Modulen, kriegen wir dann das ganze Big Picture. Ne? Also Name ist hier wieder Programm. Und genau, und entsprechend gehe ich jetzt erstmal so ein bisschen in die Details ein. Das heißt, was wir auf der linken Seite sehen, sind unsere Jira-Vorgänge. Hier haben wir in jeder Zeile einen Jira-Vorgang, haben dann die Möglichkeit, verschiedene Views zu definieren, indem wir verschiedene Spalten und Attribute uns visualisieren und anzeigen lassen können. Was jetzt auch entsprechend neu ist, dass wir halt die einzelnen Ansichten A, vergrößern und verkleinern können oder auch sogar komplett einklappen und ausklappen können. Genauso wie es hier auf der rechten Seite jetzt auch eine Infobar gibt, in der ich mir vielleicht alle Overdue-Tasks zum Beispiel anzeigen lassen kann. Das heißt, wir haben hier drei Jira-Vorgänge, die sind ja auch offensichtlich rot markiert, die in der Overdue sind. Wir haben hier heute den 12. Oktober. Alle haben die ihr Ende vor dem 12. Oktober eingeplant, sind aber offensichtlich noch nicht geschlossen und deswegen sind sie rot. Und diese Zahl, die uns hier oben angezeigt wird, die 12, ist sozusagen der Overdue-Counter. Das bedeutet, wir sollten ja eigentlich, wir haben ja den 14. Oktober. Dieses Endedatum sehen wir auch hier, ist eigentlich der 2. Oktober. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Differenz von 12 Tagen zum heutigen Tag, wo der Vorgang eigentlich hätte fertig sein sollen. Und diese Overdue-Tasks werden uns hier in der Infobar dann auch nochmal angezeigt. Ne? Das heißt, wir haben hier noch weitere Funktionen, genauso wie die Meilensteine nochmal einzeln untergeordnet zu sehen, weil wir die ja hier auf der linken Seite unter den Tasks nicht sehen. Ne? Haben wir also entsprechend die Möglichkeit, das zu definieren. So, was gibt es sonst noch Neues? Also, diese Overdue-Tasks sind entsprechend neu. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auf jeder Task-Ebene auch unseren Task-Mode sozusagen einzustellen. Also, wir können Jira-Vorgänge komplett sperren, dass ich sie also nicht von links nach rechts schieben kann. Ich kann die Planung manuell machen. Das heißt, du hast keine Abhängigkeiten in andere Vorgänge, schieb dich in Anführungszeichen dahin, wo du möchtest. Und wir haben auch noch das Auto-Bottom-Up oder das Auto-Top-Down, ne? Also entsprechend halt die Hierarchie zu planen. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Wir sehen, wir haben den PM 178 jetzt hier quasi in den manuellen Task-Mode gestellt und den PM 1 aber in dem Top-Down. Gleichzeitig habe ich eine Abhängigkeit geschaffen. Ich habe also eine Ende-zu-Start-Abhängigkeit geschaffen. Wenn ich diesen Vorgang jetzt weiter nach hinten schiebe, verschiebt sich der PM1 automatisch auch. Das heißt, das ist eine ganz große Stärke von Big Picture, weil wir hier von einer bidirektionalen Synchronität sprechen. Die Ende- und Startdaten, die hier eingetragen sind, die sind letzten Endes ja auch Custom Fields im Jira-Vorgang. Ich habe jetzt hier gerade mal mit dem Mausrad draufgeklickt, dass wir sozusagen den Jira-Vorgang auch im weiteren Tab sehen können. Und siehe da, hier haben wir unsere Startdaten, Enddaten und die sogenannten Baseline Startdates und Baseline Enddates, zu denen ich noch später kommen werde. Das heißt, ob ich nun diese Custom Fields in meiner Edit-Maske habe und der Entwickler, der Projektmanager, der Mitarbeiter die Daten hier jetzt quasi händisch über den Edit-Screen ändert oder ich ihn hier von links nach rechts schiebe und gewisse Abhängigkeiten dann auch verschiebe, ist erstmal egal. Ne? Das heißt, ob der Entwickler den Task verschiebt, weil er es nicht schafft, oder der Projektmanager im Gantt sozusagen die Planung anders verzieht, weil wir andere Prioritäten gesetzt bekommen haben, es wird eine bidirektionale Synchronität geben. Und diese bidirektionale Synchronität war ganz lange Thema in Big Picture 7. Das heißt, wir hatten nämlich genau diese Schwierigkeit, dass die Projektmanager eigentlich sozusagen ein Szenario planen wollten. Die wollten in ihre Gantt-View gehen,
wollten den einen oder den anderen Task mal verschieben, um zu schauen, was passiert denn mit meinen ganzen Abhängigkeiten, wenn ich jetzt diesen Task aufgrund von Krankheit oder von Ressourcenknappheit, wie auch immer, einen Monat nach hinten schiebe. Was passiert denn dann eigentlich mit meinen ganzen Folgeaufträgen und wo komme ich denn am Ende raus? Das Problem dabei war, dass wir keinen Planungsmodus hatten in der Big Picture 7 Version. Das heißt, wenn wir was von links nach rechts geschoben haben, dann war es quasi direkt live. Ne? Wir haben also gleich den Jira-Vorgang verändert. Und in Big Picture 8 haben wir jetzt die Möglichkeit, zwischen einer Live-Version und mehreren Szenarios zu wechseln. Das heißt, ich habe also die Möglichkeit, mir ein neues Szenario quasi zu bauen, was auch eventuell erstmal für mich privat ist. Ne? Es ist dann also auf meinen User vorgeschnitten oder ich würde halt den Haken rausnehmen, dann können auch andere Projektmitarbeiter oder Programmmitarbeiter, die dieses Big-Picture-Programm dann halt auch sehen können und auf diesem Programm berechtigt sind, entsprechend auch mitwirken. Ich mache es jetzt erstmal privat. Ich habe mein zweites Szenario gebaut. Ich kann jetzt auch zwischen den einzelnen Szenarios wechseln, falls es da halt Änderungen gab und kann jetzt in meinem Szenario Änderungen ausprobieren, Änderungen planen, Jira-Vorgänge verschieben, ne? Und entsprechend halt so einbetten, dass ich einen Scope definieren kann. Wenn mir diese Änderungen dann gefallen, dann habe ich quasi die Möglichkeit, meine Änderungen zu merchen. Das heißt, wer das quasi aus DevTools halt kennt, sich entsprechende Branches baut, die dann halt gemercht werden, wäre das hier letzten Endes genau dieselbe Funktion. Ich kann also meine Änderungen sozusagen in die Live-Version merchen und erst dann publiziere ich sie und erst dann werden sie live und bidirektional synchronisiert. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, meine einzelnen Schritte, die ich gemacht habe, rückgängig zu machen. Ja, also wir haben hier einen kleinen Puffer, in Anführungszeichen, in den Änderungen, in den Visualisierungen und in den Übungen. Das ist ein ziemlich mächtiges Feature, was sehr lange bei Big Picture gefehlt hat und jetzt auch final endlich da ist. Ne? Genau, also der Wechsel von den Szenarios und den Planungen und der Live-Umsetzung. Einwandfrei. Ich hatte vorhin davon gesprochen, wir hatten uns den Jira-Vorgang gerade angeschaut, dass da nicht nur das Start- und das Enddatum waren, sondern entsprechend auch ich schaue jetzt gerade mal, mein virtueller Hintergrund ist irgendwie weggeflogen. Den aktiviere ich mal wieder. Möchte ja nicht mehr. Nun gut. Dann müssen wir so damit klarkommen. Also gut. Nichtsdestotrotz, ich wollte von den Baselines sprechen. Und die Baselines definieren quasi, wo hat sich mein Jira-Vorgang befunden, bevor er verschoben wurde. Das heißt, an dieser Linie, die wir jetzt hier unter dem PM178 sehen, können wir auch feststellen, wie weit oder um wie viele Tage, Schrägstrich Wochen, sich mein Jira-Vorgang in die Zukunft verschoben hat. Das heißt, ursprünglich ist der Anfang hier mit der Baseline gewesen am 9. November und das hat sich jetzt mittlerweile verschoben auf Beginn des 20. November. Wir haben also hier links das Startdatum und dort rechts das Enddatum. Und das sind die sogenannten Baselines. Ich kann mir die Baselines auch also nicht anzeigen lassen. Das heißt, wir haben hier also die Möglichkeit, unser Layout sozusagen zu definieren und zu sagen, wie die Linien und die visuelle Anordnung in meiner Gantt-View angezeigt werden sollen. Genauso wie ich mir den einzelnen Progress anzeigen lassen kann. Das heißt, wie viel Work Ratio oder wie viel Progress haben wir letzten Endes auf den Vorgängen. Und wir haben auch noch entsprechende kritische Pfade, falls wir kritischen Pfade haben, die vielleicht irgendwelche Fälligkeitsdaten reißen oder sonstiges. Und die Overdue können wir uns natürlich auch entsprechend halt anzeigen. Falls uns das zu rot wird, dann kann man das einfach als Vorlage und Demonstration auch mal wegmachen. Wunderbar. Super. Das heißt, wo sind jetzt noch weitere Änderungen? Wir haben die Möglichkeit, unsere Status bzw. unsere Farben mittlerweile in der Vorgangsfarbe so einzustellen, wie wir es gerne hätten. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit, hier zu sagen, dieser Task wird jetzt entsprechend und Pavel, hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Muss ich nochmal synken? Eigentlich sollten gerade die Statusfarben manuell sein. So, wenn ich den auf grün stelle und die visuelle Taskbar im Status auf manuell stelle.
Okay. Das nehmen wir jetzt, glaube ich, dann sonst erstmal als Vorführeffekt hin. Als ich gestern die Demo durchgespielt habe, hat das noch einwandfrei funktioniert. Ja, müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen. Jedenfalls ist ein neues Feature definitiv, dass entsprechend die Task-Colors angepasst werden können und nicht nur auf Status basierend, also auf Open, in Progress und Done, sondern auch entsprechend auf manuell. Pavel, du wolltest gerade noch was sagen? Versuch vielleicht noch dieses Overdue auszuschalten, weil vielleicht das verursacht. Ach, das überschreibt das? Ah. Bin ich sicher. Ja, natürlich. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Super. Gut, alles klar. Dann funktioniert alles einwandfrei. Dann war das tatsächlich ein menschlicher Fehler an der Stelle. Genau, wenn man die Overdue eingeschaltet hat, dann berechnet er ja, ob er die Overdue hält oder nicht. Entsprechend zeigt er sozusagen nur rot und grau an. Im Sinne von, wir haben die Overdue gerissen oder wir sind noch in der Overdue oder innerhalb der Overdue. Und entsprechend wird es dann hier überschrieben. Das sieht man hier auch ganz klar. Ne? Super, genau. So, ich stelle das trotzdem nochmal auf Status zurück, weil das sonst mir ein bisschen zu kunterbunt ist. Und in die Overdue möchte ich auch nochmal gehen. Super, wir haben über die Baselines gesprochen, wir haben über die Farben gesprochen. Jetzt möchte ich noch entsprechend über diese Verlinkungen sprechen. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit, Abhängigkeiten in den Jira-Aufgaben, die wir uns in dieser Scope-Übersicht in unserem Programm halt holen, zu definieren. Das heißt, wir haben Start-zu-Start-Bedingungen, Start-zu-Ende-Bedingungen und Ende-zu-Ende-Bedingungen und Ende-zu-Start-Bedingungen. Das sind also die Zusammenschlüsse, die Verknüpfungen, die wir quasi in der Hierarchie voneinander schaffen können. Und je nachdem, ich wiederhole es nochmal, was wir dann hier für einen Perioden-Mode, also für einen Task-Mode einstellen, ob nun Manual, Lock, Button-Up oder Top-Down, haben diese Verlinkungen und Abhängigkeiten natürlich entsprechend auch Auswirkungen. Ne? Gerade in dieser Planung, wir haben es gesehen, wenn ich den einen Jira-Vorgang verschiebe, verschieben sich auch alle weiter davon abhängigen Jira-Vorgänge. So, nun kann ich aber auch quasi den Display-Mode entsprechend von diesen Abhängigkeiten abschalten, das heißt beziehungsweise umschalten. Man kann sich vorstellen, das ist jetzt ja ein relativ kleiner Scope, den ich durch diesen Quick-Filter quasi jetzt hier visualisiert habe. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man ein großes, aufgeblähtes Projektmanagement hat, dass dann diese Abhängigkeiten ziemlich unübersichtlich werden könnten. Das heißt, wir haben also irgendwie über nur noch Pfeile und ich sehe gar nicht mehr den vernünftigen Tasks verlaufen, Anführungszeichen, sondern habe halt nur diese Pfeile. Und in Big Picture 8 haben wir jetzt halt die Möglichkeit, entsprechend zwischen Expand, also mit den Pfeilen, und Collapsed entsprechend zu wechseln. Wunderbar. So, was ich jetzt noch zeigen möchte, ist die Interaktion mit den Overdue-Prozessen. Das heißt, wir haben ja hier einen Jira-Vorgang, der quasi 8 Tage oder vor 8 Tagen schon hätte fertig sein sollen. Und den rufe ich mir jetzt auch mal in einem separaten Task auf. Und wenn wir dann hier auf dem PM 131 sind und ich schaue gerade nochmal, ja, auf dem PM 131 sind und ich diese jetzt entsprechend schließe, sodass wir jetzt hier auch in einem grünen Statusablauf sind und die Resolution dann ist und ich jetzt hier zurückgehe, haben wir schon gesehen, der Sync war live, ich musste also nicht nochmal refreshen, ich bin einfach nur in den Tab zurückgegangen und siehe da, die Overdue ist sozusagen jetzt resolved. Wir haben ihn ja quasi vor Ablauf des Enddatums geschlossen und genau so funktioniert letzten Endes auch genau diese Overdue im Zusammenhang mit den Baselines und den Abhängigkeiten. Ich denke, dass das auch die stärksten Feature letzten Endes von dieser Gantt-Planung halt sind. Also wir haben eine Work-Breakdown-Structure, wir haben Abhängigkeiten, Baseline, Zeitstrahl, sodass, glaube ich, verstanden ist, wie mächtig Big Picture an dieser Stelle halt dann sein kann. Diese einzelnen Programme bzw. Programmboxen sind beliebig groß definierbar. Ne? Also wir können halt schauen, dass wir je Jira-Projekt mehrere haben, weil wir so viele Jira-Vorgänge in einem Jira-Projekt haben, dass wir einzelne Hierarchien uns bauen können. Oder wir sagen, nee, wir haben ein einziges Boxprogramm beispielsweise für alle unsere Softwareentwicklungsprojekte oder für alle unsere Hardware-Projekte oder für alle unsere Business-Projekte, je nachdem. Da sind euch also quasi keine Grenzen gesetzt. Das heißt, ihr könnt euch so viele Boxen bauen, wie ihr möchtet und ihr könnt sie auch konfigurieren, wie ihr möchtet. Da kommen wir aber dann noch zu. Einwandfrei. Super. Ich wandere hier jetzt quasi auch von Modul zu Modul. Das heißt, das nächste Modul wäre jetzt das Scope-Modul.
Im Scope-Modul haben wir also die Möglichkeit, uns quasi die Work-Breakdown-Structure auf der Task-Ebene nochmal detailliert anzuschauen. Das heißt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Overview und dem Scope? Na, Overview sah ja ähnlich aus. Da haben wir aber die einzelnen Boxen und die einzelnen Programme, beziehungsweise die Produktinkremente, die ich in meinem Zeitstrahl plane, und die Iterationen, die ich auch in einem Zeitstrahl plane. Bedeutet so viel, im Scope habe ich quasi nicht die Overview über alle Programme und Boxen, beziehungsweise auch nicht über die Hierarchie-Overview meiner einzelnen Box, sondern über die einzelne Task-Work-Breakdown-Structure. Das heißt, wir haben hier einen Portfolio-Vorgang, der Saturn heißt, in diesem Portfolio-Vorgang ist ein Projekt, Saturn Delivery Phase beispielsweise, oder eine Phase, je nachdem. Und in dieser Phase sind jetzt mehrere Epics, die dann jeweils Aufgaben haben. Und jeder, der jetzt Jira kennt und Jira im Standard kennt und die nativen Möglichkeiten kennt, der weiß, wir haben jetzt schon mehr Hierarchien geschaffen, weil im Jira Standard haben wir nur den Epic, dann kommt der Task darunter, beziehungsweise die verschiedenen Task-Typen, und unter den Task-Typen kommt dann der Subtask. Das heißt, wir haben 3 Hierarchiestufen. Und hier haben wir ja schon 5. Das heißt, über Big Picture, über Scope und über die Work-Breakdown-Structure haben wir also die Möglichkeit, entsprechend unsere Hierarchiestufungen und unsere Hierarchiephasen so zu planen, wie wir es gerne möchten und nicht sozusagen nur von Jira vorgegeben in der 3-stufigen Hierarchie. Entsprechend kann man dann auch hier seine eigenen Hierarchiestufen und Hierarchieebenen auch definieren, zusammenklappen oder auch wieder aufklappen. Und wir haben halt hier über das Zahnrad auch die Möglichkeiten, sozusagen unsere Columns anzupassen. Das heißt, wir kennen das von unserer Jira-Navigation, von unserer JQL-Suche quasi, dass wir die Möglichkeit haben, andere Custom-Fields, andere Attribute uns anzeigen lassen zu können. Und das können wir halt hier genauso. Diese einzelnen Views können wir dann auch entsprechend abspeichern. Wer Big Picture 7 an dieser Stelle halt noch kannte, der weiß, diese Time-Tracking-Overview und die Statuskategorien, die gab es dann damals auch schon. Das heißt, ich konnte mir in Big Picture 7 auch schon anzeigen, wie viel Prozent sind denn jetzt eigentlich in Progress oder wie viel Prozent sind denn letzten Endes dann. So, das geht jetzt immer noch, aber es ist nicht mehr so versteckt. Das heißt, wir haben also gleich in der Spalte, in der Attributierung die Möglichkeit, entsprechend unsere Visualisierung anzupassen und müssen nicht mehr über Manage von Scope oder über die Gantt-Konfiguration irgendwie reingehen und müssen Administrationsberechtigungen haben, um diese Views anzupassen. Das können wir jetzt gleich direkt machen. Ne? Also ist überhaupt kein Problem mehr, das direkt in der Spalte dann entsprechend anzupassen. Wo ich die unterschiedlichen Views schon angesprochen habe, wir haben halt hier die Basic View, Time Tracking View und die Team View zum Beispiel. Das sind vorgefertigte Views mit vorgefertigten Attributspalten. Ne? Letzten Endes passt es dann halt auch zum Namen. Ich möchte das Time Tracking sehen, also möchte ich natürlich auch eine Time Spend Spalte haben und eine Remaining Estimate Spalte haben oder auch eine Original Estimate Spalte. Und entsprechend habe ich also die Möglichkeit, mir meine Column Views anzuschauen, zu konfigurieren und diese dann auch abzuspeichern und vielleicht auch für das ganze Team visuell anzulegen. Ne? Das heißt, da ist also entsprechend dann kein Problem, die einzelnen Bedürfnisse der Projektmitarbeiter oder der Projektmanager dann auch entsprechend zu treffen. Super. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir in das Board gehen, möchte ich nochmal die Roadmap zeigen, weil die Funktionalitäten da meiner Meinung nach trivialer und etwas leichter in Anführungszeichen zu erfassen und zu verstehen sind und auch weniger mächtig sind. Und dann gehen wir in das etwas größere, kompliziertere Thema des Boards für Scale Agile Framework. Das heißt, in der Roadmap haben wir die Möglichkeit, uns Objectives einzuplanen. Das heißt, die Objectives sind eigentlich vergleichbar mit dem OKR-System, also Objective Key Results. Ne? Das heißt, ich habe also die Möglichkeit, je Iteration innerhalb eines Produktinkrementes, was Bestandteil meiner Programmbox ist, via Strings, also das sind ganz normale Textfelder, Objectives zu planen. Und diesen Objectives habe ich die Möglichkeit, den einen Planned Business Value zuzuordnen. In der Regel ist das eine Zahl von 1 bis 10. Das heißt, ich habe also einen Value, dem ich meinem Ziel gebe, was das Team innerhalb dieser Iteration gerne erreichen möchte. Und das heißt, das sind Ziele,
oder Objekte oder Objectives, also Ziele, ja, genau, die das Team hat, die losgelöst von irgendwelchen Jira-Aufgaben sind. Also wir reden jetzt hier nicht grundsätzlich über eine Jira-Aufgabe, die irgendwie im Progress oder Warten auf Kunde ist oder wie auch immer und ein Start- und Enddatum hat, sondern das Team hat gesagt, in der Iteration 2.1 unseres Produktinkrementes 2 von unserem Projekt Saturn-Projekt möchten wir es schaffen, dass wir in der ersten Iteration keine neuen Bugs produzieren. Oder wir möchten es auch tatsächlich schaffen, immer rechtzeitig in die Mittagspause zu kommen. Das heißt, wir müssen irgendwie unser Sprint-Planning besser machen oder die Ressource besser planen, weil wir festgestellt haben, dass 50% unserer Entwickler irgendwie gar keine Mittagspause machen oder immer zu spät in die Mittagspause gehen. Warum ich jetzt quasi einmal so technische und auch so eher triviale, vermeintlich triviale Objectives gewählt habe, ist einfach, um euch zu zeigen, wie feingranular oder individuell das quasi pro Team planbar ist. Und wenn ich jetzt schon pro Team sage, dann sollte jetzt auch, glaube ich, klar werden, wie Big Picture arbeitet. Das heißt, in der Regel wird ja empfohlen, dass wir pro Team ein Scrum bzw. Kanban-Board haben, je nachdem, wie die Entwicklung und das Aufgabenmanagement halt funktioniert. Und hier haben wir die Möglichkeit, mehrere Teams von mehreren Boards entsprechend halt zu steuern. Jetzt auf Basis und als Funktion quasi auf die OKRs. Ne? Mit Rechtsklick kann ich also entsprechend sagen, dass der Status noch auf Open ist oder wir haben es halt entsprechend geschafft. Ne? Und dann kann ich hier eine Prozentzahl anzeigen oder ich sage, ja, wir sind eigentlich hier erst bei 49%. Entsprechend kann ich dann auch sagen, wir haben es nicht geschafft. Er fragt mich dann, soll er das in der aktuellen Box behalten oder soll er es quasi die nächste Box mit rüberziehen, weil es kann ja sein, dass wenn wir ein Objectives quasi in dieser Iteration nicht schaffen, dass wir dann uns trotzdem vornehmen im Team, das in der nächsten Iteration auf jeden Fall umzusetzen. Ne? Und so gestalte ich quasi meine Teams und die entsprechenden Ziele. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, jetzt einmal kurz als allgemeine Information, jede Big Picture Programmbox einzeln zu definieren von den Modulen her. Das heißt, wenn für mein Projekt Saturn die Roadmap unwichtig ist, weil wir mit diesen Objectives nicht arbeiten wollen oder nicht arbeiten können aus irgendwelchen Gründen, kann ich dieses Modul auch einfach deaktivieren, dass mir das in Big Picture nicht mehr angezeigt wird. Einwandfrei. Genau, ich habe euch versprochen, dass wir das quasi nochmal so ein bisschen komplizierter gestalten, in Anführungszeichen, und das machen wir mit der Board-Konfiguration. Ich zeige jetzt erstmal eine nackte Übersicht und dann zeige ich nochmal eine konfigurierte Übersicht, damit wir auch diesen Unterschied sehen, was für einen Impact das einfach haben kann. Was sehen wir hier? Wir haben wieder unser Produktinkrement, was sozusagen in Q4 läuft, also von Oktober, November und Dezember. Dieses Produktinkrement ist wieder in 3 Iterationen aufgeteilt. Diese Iterationen könnten, wie gesagt, den Sprints zugeordnet werden und mit den Sprints und den Kanban-Boards oder Scrum-Boards gesynkt werden. Das heißt, ich würde dann jetzt also sehen, ich habe hier jetzt mein Team A mit den Labels Saturn A und mein Team Saturn B und ich könnte jetzt mir eine Übersicht über die entsprechenden Sprints und die Aufgaben auf den Kanban-Boards holen. Das heißt, das zeige ich euch jetzt hier an dieser Stelle nochmal. Wir haben hier die PI-Overview. Und an dieser PI-Overview, wo ich gerade über die Top-Navigation hingeleitet bin, haben wir die Möglichkeit, uns ein separates Programm anzuschauen. Ne? Also nur, um euch nochmal das Beispiel zu geben, wir sind jetzt nicht mehr in dem Saturn-Programm, sondern in einem anderen Big-Picture-Programm beziehungsweise in einer anderen Big-Picture-Box. Und hier navigiere ich auch auf das Board. Und bei diesem Board sehe ich, hier ist schon ordentlich Leben drin. Ich habe also die Möglichkeit geschaffen, einen großen Jira-Filter zu schreiben, der wieder über mehrere Jira-Projekte und somit über mehrere Boards und mehrere Teams geht und habe dann die Möglichkeit, mir in Planung der einzelnen Sprints, also der einzelnen Iterationen, anzuzeigen, welches Team wann was macht und wann eingeplant hat. Ich kann jetzt also auch sagen, via Drag and Drop, dass diese Aufgabe jetzt zum Beispiel wieder unassigned ist. Oder Moment, ich zeige euch erstmal die Board-Ansicht. Das ist Team A. Dann haben wir hier nämlich den Team A15 und den Team A14. Und das sehe ich hier. Das ist also ein Board entsprechend. Und wenn ich jetzt diesen Jira-Vorgang hier hochziehe zu Unassigned, das heißt, es ist jetzt kein Team mehr zugeordnet, sehen wir auch hier, es war live, ich habe wieder kein F5 oder kein Refresh gedrückt. Ne? Der Jira-Vorgang verschwindet auch aus diesem Board.
So, und wenn ich den jetzt wieder zurückziehe und dann mal schnell genug rüberkomme, ja, dann ist er auch wieder da. Und das bedeutet, ihr habt also hier eine Anlaufstelle im Big Picture, wo der Projektmanager eine Sicht auf mehrere Boards, auf mehrere Sprints und vergleichsweise mehrere Iterationen hat. Auf der rechten Seite haben wir unser ganzes Produkt-Increment-Backlog. Das heißt, hier kann ich auch noch ungeplante Aufgaben, die vielleicht noch im Backlog liegen, auch schon vorübergehend in die Teams und die verschiedenen Sprints planen. Also via Drag-and-Drop quasi einfach halt reinziehen. Ne? Also diese Möglichkeiten haben wir quasi. Das heißt, wir haben hier also entsprechend unsere aufgeblähte Übersicht über mehrere Projekte, mehrere Boards, mehrere Teams, mehrere Sprints. Wunderbar. Ich kann dann den Progress natürlich tracken. Das heißt, wie viele Storypoints haben wir denn schon geschafft von unseren geplanten Storypoints? Er summiert die natürlich dann entsprechend halt auch auf von den verschiedenen Boards und den verschiedenen Teams. Und in der Konfiguration kann ich, wie gesagt, die Teams mit den Sprints oder die Iteration mit den Sprints und die Teams mit den Boards auf jeden Fall auch synchronisieren, sodass er sich die Daten auch selber zieht. Ich muss also keine doppelte Buchführung in Anführungszeichen auf den Boards und auf meinem in meinem Big Picture Board entsprechend visualisieren bzw. anlegen. Das zieht er sich dann auch entsprechend selber. Und ja, wer Jira kennt, der sieht ja auch, das sind ja auch verschiedene Projekte. Wir haben ja hier Team A als Key, also aus Jira Key. Das ist also definitiv ein anderes Projekt als Team B. Es ist ja hier ein ganz anderer Schlüssel. Und hier haben wir sogar auch nochmal Team C. Ne? Das sind also drei Jira-Projekte, über die ich mir hier eine Gesamtübersicht letzten Endes hole. So, einwandfrei. Das heißt, worüber haben wir gesprochen? Overview, Gantt, Scope, Port und Roadmap. Als nächstes möchte ich ganz gerne nochmal über die Box-Konfiguration sprechen. Und dann gehen wir nochmal auf die Teams, die Resources, Risks und die Kalender ein. Das ist dann aber, denke ich mal, relativ schnell überflogen, weil der Name der letzten Endes auch wieder einfach Programm ist. Wir wissen letzten Endes, worum es da geht. Also, was ist eine Box? Eine Box in Big Picture 8 ist quasi die Möglichkeit, ähnlich wie wir es in Jira von Issue Types und den Masken und den Workflow-Zuordnungen kennen, einen Typen im Big Picture anzulegen, der einer gewissen Konfiguration unterliegt. Das fängt simpel an bei, welche Module benutzt denn hier meine Programm- oder meine Box-Konfiguration zu, wie sind die Workload- und die Holiday-Pläne verschoben, wie fungiert die Ressourcenmatrix oder wie sind unsere fest laufenden Hierarchien. Bedeutet, wenn ich hier in der Top-Navigation entsprechende Administrationsberechtigungen habe und in das Big Picture quasi administrativ halt berechtigt bin, habe ich diesen Knopf zur Auswahl und kann mir entsprechend die Box-Konfiguration angucken. Und hier sehen wir alle Box-Typen, ne, also synonym so ein bisschen zu Issue-Types, die wir im Big Picture konfiguriert haben. Diese Box-Typen haben auch zugeordnete Parent-Types. Das heißt, sofern ich den Parent-Type Main auswähle, habe ich die Möglichkeit, ein neues Big-Picture-Programm von diesem zugeordneten Box-Typen, also Agile-Project oder Classic-Project, auch auszuwählen. Wenn ich dieses Main in dem Label quasi weglasse, dann schaut er, wer sind denn meine Parent-Types? Das heißt, ich könnte sozusagen das Hybrid-Stage Projekt oder sagen wir mal die Programmbox, wenn ich das Main weglassen würde, nur als untergeordnete Box zu einer Portfolio-Box erstellen. Und so schaffen wir das, dass wir noch größere Hierarchie-Level schaffen. Das heißt, in Big Picture 7 hatten wir quasi nur Programm, Jira-Projekt, Aufgaben und jetzt haben wir Aufgaben, Jira-Projekt, Programmbox, die eventuell in einer Programmbox ist, die eventuell in einer Programmbox ist. Also da sind uns keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wir schaffen hier noch wirklich immense Vogelperspektiven oder viel höhere Projektmanagement-Planungshierarchien. Und was ist das Starke daran? Wir können uns mal anschauen, wenn ich einfach mal auf diese Agile-Project-Box raufklicke. Je Box machen wir jetzt die Konfiguration. Wir sagen also, wie ist die allgemeine Scope-Definition? Wie sieht die Task-Structure letzten Endes aus? Wie funktionieren die Jira-Links miteinander in der Hierarchie? Ne? Das heißt, habe ich nur Epic und Subtask oder
Blocks by oder Duplicate als Hierarchie-Level. Das heißt, wenn ich in Jira einfach einen Vorgang miteinander verlinke, dann baut er mir in dem Gantt und in der Workaround Structure automatisch die Hierarchie. Ich muss da also nichts mehr von links nach rechts ziehen oder untereinander ziehen. Und diese ganzen Konfigurationen, wir denken jetzt an Wasserfallmodelle, die eher klassisch sind. Wir denken an agile Projekte, die einen ganz anderen strukturellen Aufbau haben. Wir denken an hybride Projekte, die letzten Endes eine Mischung aus Wasserfall und vielleicht agilen Methoden haben, wo ich die ersten drei Hierarchiepunkte eventuell in ein Top-Down-Hierarchie-Level packe und die Hierarchiepunkte 4 bis 6 zum Beispiel in einen manuellen Task-Mode packe. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel ein hybrides Beispiel. Diese Konfiguration brauche ich jetzt nur noch einmal machen, mir dann irgendwie einen Boxtypen überlegen, in den ich diese Konfiguration abspeichere und habe dann die Möglichkeit, über die Overview entsprechende Big-Picture-Programme von diesen Boxtypen auch entsprechend zu erstellen. Das heißt, wenn wir hier den Knopf haben Add New, habe ich hier jetzt nur das Programminkrement, die Iteration und die Stage zur Verfügung, weil ich in meinem Projekt Saturn bin. Ne? Die habe ich so definiert, dass da dann also nur noch diese drei Projekte oder Programmtypen zur Verfügung stehen. Und wenn ich jetzt in der Overview quasi auf mein Home gehe und da dann entsprechend auch auf die Schaltfläche Add New drücke, habe ich, wie ich vorhin angesprochen hatte, alle Programmboxtypen zur Verfügung, die das Label Main haben. Über den Parent Type kann ich dann auch Konfigurationen sozusagen vererben. Das heißt, dass die Konfigurationen von der Programmbox zum Beispiel immer von der Portfolio-Box bespielt wird, die oben drüber ist. Ne? Also das sind dann die Möglichkeiten, die ich halt hier in dieser Box-Konfiguration starten kann. So, ich schaue gerade, da ist gerade eine Frage reingekommen. Ach so, hinter dem Safe-Menü steckt Stagile Navigation. Das ist ein Plugin, mit der wir sozusagen die Top-Navigation neu anordnen können. Genau. Okay, das heißt, ich habe euch die Box-Konfiguration gezeigt. Ihr versteht jetzt also, wie können wir unsere Programme anlegen, die halt jetzt sozusagen in diesen Boxen versteckt werden. Ich habe Programmtypen, die eine feste Konfiguration haben und ihre Konfiguration an die untergeordneten Programme oder übergeordneten Programme vererben können. Und ich definiere jetzt in jeder Box meine wiederkehrenden Programmkonfigurationen. Das heißt, jedes neue Programm muss nicht eine neue Konfiguration haben, sondern ich sage einfach nur, du gehörst zu dem Typ Programmbox oder zu dem Typ Portfoliobox und schon habe ich meine Konfiguration so gestellt, wie ich sie in meinen anderen Portfolios oder in meinen anderen Programmen oder meinen anderen Safe Agile Projektmanagement Task entsprechend von den Hierarchien halt habe. Und so haben wir die Möglichkeit quasi auch geschaffen, verschiedene Übersichten in Projektmanagement-Typen sozusagen auch zu visualisieren, anzuzeigen und zu nutzen. In der Big-Picture-Doku gibt es da ein ganz tolles Bild zu. Das will ich jetzt hier einfach mal ganz kurz in den Bildschirm ziehen. Und das ist dieses. Das heißt, wenn ihr in dem Marketplace über Big-Picture auf die Produktdokumentation geht, dann findet ihr in der Box-Konfiguration quasi auch dieses Bild. Und das veranschaulicht eigentlich auch ganz stark, was wir halt für Möglichkeiten haben. Ne? Das heißt, wir brauchen nur einen Box-Typen von Typ Portfolio, können dann aber beliebig viele Boxen vom Typ Portfolio quasi anlegen, wo die einzelnen Programme dann drin sind von den Programmboxen. Saturn-Projekt beispielsweise, was ich euch die ganze Zeit zeige, ist so eine Programmbox. Und ich habe dann auch die entsprechenden Möglichkeiten, unterschiedliche konfigurationsstrukturelle Level und Hierarchie-Level entsprechend in meiner Box dann auch anzulegen. So, dann ziehe ich das mal wieder rüber. Einwandfrei. Okay, gut. Ich navigiere wieder zurück in das Projekt Saturn Big Picture Programm beziehungsweise in die Programmbox Saturn, um euch dann auch noch die weiteren Module entsprechend zu zeigen. Das heißt, was uns noch fehlt, sind die Ressourcen. Da kann ich jetzt auch gleich nochmal zurückwechseln in die Gantt View, weil wir in Big Picture 8 jetzt mittlerweile auch die Ressourcenmatrix uns auch in der Gantt ansehen können. Aber erstmal erkläre ich euch, was machen die Ressourcen auch hier überhaupt. Das heißt, die Möglichkeit, die wir hier haben, ist
eine weitere Planungsmöglichkeit in unserer Jira-Vorgänge auf Basis der Schätzung bzw. der verbleibenden Schätzung bzw. des Storypoints. Das heißt, ich habe einen Jira-Vorgang mit Startdatum X, Enddatum Y und das ist sozusagen der Zeitstrahl. Diesen Zeitstrahl kann ich jetzt beplanen. Das heißt, ich kann sagen, wir fangen zwar am Montag an und sind am Freitag wieder fertig, aber der Gesamtaufwand sind gar nicht 40 Stunden, ne, die ich vermeintlich sozusagen in einer Woche zur Verfügung habe, sondern der Gesamtaufwand für diese Aufgabe sind 10 Stunden. Das würde dann bedeuten, ich habe quasi 5 Tage Zeit, um 10 Stunden Arbeit zu leisten und dann rechnet mir Big Picture aus. Die Ressource Björn Frauen in dem Fall oder die Ressource Daniel Vietter ist in dieser Woche für diese Aufgabe 2 Stunden pro Tag schon ausgelastet, ist also damit beschäftigt oder muss mindestens 2 Stunden an dieser Aufgabe arbeiten, um das Enddatum am Ende auch nicht zu reißen. So, ob der Mitarbeiter dann jetzt sagt, das war auf jeden Fall immer ein großes Problem an Big Picture 7, ob der Mitarbeiter dann nämlich sagt, gut, ich mache Montag bis Donnerstag gar nichts und mache am Freitag 10 Stunden und arbeite nur an dieser Aufgabe, ist quasi dem Mitarbeiter überlassen gewesen. Ich konnte es also nie live sehen, wie ist denn die tatsächliche realistische Auslastung pro Tag von dem Mitarbeiter. Und das ist jetzt das, was quasi Big Picture 8 mitbringt. Ich habe also die Möglichkeit, wenn ich auf so einen Jira-Vorgang klicke, ihm zu sagen, wie er die Auslastung verteilen soll. Das heißt, flat wäre genau dieses Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wir beschätzen den Jira-Vorgang mit 10 Stunden und haben eine durchschnittliche Auslastung sozusagen von 2 Stunden pro Tag. Dann kann ich sagen, frontloaded, packt mir also soweit alles nach hinten in den Zeitraum, wie es geht. Ne? Bei 10 Stunden würde er sozusagen 8 Stunden in den Freitag setzen und 2 Stunden in den Donnerstag. Ne? Das gleiche geht auch für backloaded und auch manuell. Das heißt, in der manuellen Planung kann der Mitarbeiter jetzt selber ganz genau sagen, wie viele Stunden er an welchem Tag an dem jeweiligen Jira-Vorgang halt arbeiten möchte. Das haben wir dann also eine Planung in der Ressourcenmatrix, um entsprechend halt die Teams auch steuern zu können. Auch hier kann ich natürlich auch zwischen Teams und Individuals arbeiten. Da hat sich aber auch nicht viel geändert von Big Picture 7 zu Big Picture 8 an der Stelle. Aber diese Ressourcenmatrix ist halt sehr wichtig. Ganz klar, auch hier haben wir wieder eine bidirektionale Synchronität. Wenn ich also jetzt die Jira-Vorgänge quasi von unten nach oben schiebe oder den anderen Mitarbeiter zuschiebe, verändert sich auch der Assignee natürlich gleich bidirektional. Ne? Andersrum wird es natürlich genauso funktionieren. Wenn ich im Jira-Vorgang den Assignee wechsle, springt es mir hier auch in der Ressourcenmatrix quasi von links nach rechts. Auch wenn ich natürlich das Datum verschiebe, also ein komplettes Start- und Enddatum nach hinten schiebe, hat das natürlich auch Auswirkungen entsprechend auf die Gun-View. Oder er lässt mich hier jetzt tatsächlich gerade gar nicht schieben, weil ich in der Gun-View definiert habe, dass das vielleicht ein Locked Task Mode hat oder die Abhängigkeiten von einem anderen Jira-Vorgang abhängen und entsprechend kann ich sie hier dann auch nicht ziehen. Ne? Das heißt, diese einzelnen Module hängen natürlich auch alle zusammen. Genau. Auch auf Skills basierend kann ich mir meine Ressource auslasten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in den Teams gewisse Skills zu vergeben. Wir haben jetzt hier als Beispiel Developer, Project Manager und Tester sozusagen genannt. Das heißt, in der Team-Konfiguration sage ich, welcher User hat welche Skills oder kann mir da entsprechend dann halt die Übersichten holen in meinen Teams. Und hier sind jetzt gerade gar keine konfiguriert. Ich kann es jetzt aber hier mal kurz zeigen. Achso, nee, Quatsch, das ist in der Team-Konfiguration. Zeige ich später. Und habe halt hier die Möglichkeit, zu den Usern entsprechend die Skills hinzuzuordnen. Auf dem Jira-Vorgang kann ich dann jetzt sagen, welcher Skill benötigt wird. Und auf Basis dieser Informationen werden dann hier in der Ressourcenmatrix auf Skill-Ebene auch die einzelnen Ressourcen bezogen und kumuliert dann entsprechend halt angezeigt. Dadurch, dass die meisten Jira-Vorgänge, die jetzt hier gerade in der Ressourcenmatrix angezeigt werden, keinen Skill haben, ist auch hier entsprechend die größte Auslastung vorhanden. Ne? Aber so kann ich dann ganz genau sehen, ob ich vielleicht im Monat November einen Engpass in meiner Java-Entwicklungsressource vielleicht haben werde, weil ich programmübergreifend mit der Ressource entsprechend auch anzeigen kann. Okay. Ich schaue jetzt gerade mal. Es wird immer noch dieselbe Frage mir angezeigt. Ich glaube, ich kann sie antworten in Echtzeit. Dann hatte ich da eben drüber
So, jetzt ist sie weg. Wunderbar, dann lenkt mich auch die Frage nicht so ab die ganze Zeit. Einwandfrei. Gut, ich kann also hier in meiner Box, in meinem Projekt Saturn, in meinem Big Picture-Programm quasi sagen, welche Teams ich überhaupt habe und kann entsprechend die User auch zu den Teams zuordnen. Genauso könnte ich auch weitere Teams sozusagen allokieren oder neue Teams hinzufügen, um letzten Endes nur eine globale Steuerung zu haben und vielleicht alle globalen Teams in ein Big Picture-Programm gleichzuhalten oder wie auch immer. Das kommt dann wieder darauf an, wie Sie das Big Picture letzten Endes im Projektmanagement dann auch entsprechend nutzen werden. Bedeutet, wenn Sie also nur in den Produktinkrementen arbeiten und vielleicht auch nur zwei oder drei Teams haben, macht es natürlich Sinn, das vielleicht alles in einem Big Picture Programm zu haben und dann global einfach auch nur drei Teams zu definieren und die dann in allen Big Picture Programmen halt auch wieder zu verwenden. Selten sind Sie natürlich ein größerer Konzern oder haben halt mehr Entwicklungskapazitäten, kann man das auch beliebig aufbauen und ganz individuelle Teams in den jeweiligen Boxen und in den jeweiligen Programmen anlegen. Auch das geht natürlich auch in der Box-Konfiguration, die ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, auch da können dann feste Teams vergeben werden, die dann entsprechend an den Box-Typen halt hängen. Wunderbar. Pavel, möchtest du gerade kurz was zu der Frage am besten sagen? Die können wir dann hier entsprechend zu der Ressourcenplanung auch, denke ich mal, sehr gut direkt beantworten, weil wir dann nämlich mit dem Modul durch sind. Kannst du die Frage sehen? Ja, kann ich. Sorry, ich hab die Fragen im Chat beantwortet, aber nicht in dem Q&A. Das habe ich nicht gemacht. Ach, alles klar. Okay. Aber ja, ich habe es gerade bemerkt und wollte dann zurückschreiben. Aber ja, es geht, aber nicht im Ressourcenmodul, nicht im Resources, sondern im Board. Dort kann man, also je nachdem, was man unter Ressourcenplanung versteht, aber dort kann man auch sowohl Kapazität als auch dann die Auslastung der Teams und restliche Auslastung der Teams pro Iteration sehen. Das heißt, nur dort ist es per Team. Normalerweise, wenn man agil arbeitet, interessiert einem eher das Team und dort wird man sehen, ob das Team ausgelastet ist oder nicht. Genau, du sprichst also letzten Endes von der Auslastung über die Story Points oder meinst du... Ja, entweder Story Points oder das kann man auch umschalten. Über die Capacity. Genau. Ja, alles klar. Okay. Genau, hier kann man die Capacity einstellen. Das heißt, man kann sie auch manuell überschreiben. Sollte, weiß man zum Beispiel, dass ein Team, weiß nicht, man hat 20 Tage in der Woche, weil vier Leute in dem Team arbeiten, also 20 Personentage. Aber man weiß, dass zum Beispiel 25% wollen wir für andere Aufgaben reservieren. Dann können wir die Kapazität hier verkleinern, entsprechend verkleinern und dann wird das System weiter die Auslastung entsprechend zeigen. Einwandfrei. Vielen lieben Dank, Pavel. Da ist jetzt mein charmanter Hintergrund auch irgendwie wieder da, warum auch immer der eben verschwunden war. Aber das passt. Wunderbar. Da kommen gerade noch weitere Fragen rein. Ich würde sagen, ich versuche quasi jetzt noch mit der Risikomatrix, Kalender und Reports in Anführungszeichen fertig zu werden, dass wir jetzt die letzten 7 Minuten in Anführungszeichen nochmal in dem Schnelldurchlauf schaffen und alle Inhalte schaffen und würde dann vorschlagen, dass wir danach für die Freiwilligen, die gerne noch ein bisschen länger bleiben möchten oder noch ein FAQ sozusagen dann mit uns ausdiskutieren möchten, dass wir das dann letzten Endes nach hinten schieben. Dann haben wir das auf jeden Fall in der Zeitvorgabe auf jeden Fall alles geschafft. Genau. Als nächster Punkt wäre also die Risks. Risks, ich bin im falschen Programm. Ich gehe wieder in das Projekt Saturn, genau. In den Risks haben wir also entsprechend die Möglichkeit zu definieren, ob es ganz spezielle Jira-Vorgänge gibt innerhalb meines Produktinkrements oder innerhalb meines Projektes, meiner Box, auf die man ganz gezielt achten muss. Und letzten Endes ist das dann also eine Grafik, die auch entsprechend dann via Drag-and-Drop funktioniert und auch je Programm und je Box anders konfiguriert werden kann. Das heißt, ich habe also die Möglichkeit, jetzt nicht nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit und eine Eintrittsauswirkung zu machen, sondern auch entsprechend andere Custom-Fields zu definieren. Das sehen wir halt hier.
Ich habe in dem PM 131 quasi in meiner Box-Konfiguration gesagt, dass es hier Innovation Probability und Innovation Impact ist. Also nicht immer nur noch Risk Probability und Risk Impact. Und dieses Beispiel habe ich an dieser Stelle halt auch gewählt, um euch auch ganz klar nochmal zu zeigen, dass diese ganzen globalen Konfigurationen, die man früher im Big Picture 7 noch kannte, die sozusagen global waren und nur einmal gängig waren, dass das jetzt größtenteils alles in die Box-Konfiguration übergegangen ist. Das heißt, ihr habt wirklich jetzt die Möglichkeit, eure eigenen Programme, je nach Projektmanager, Befinden, Anforderungen, entsprechend einzeln zu konfigurieren und habt halt kaum noch diese globalen Konfigurationen, die dann für das ganze System halt festlegen, wie bei dem Start- und dem Enddatum oder halt entsprechend der Risk Probability und dem Risk Impact. Gleichzeitig sieht man hier auch als Beispiel noch die Required Skills, das heißt, hier ist der Developer und der Projektmanager eingetragen und entsprechend würde die Ressource halt auch genau auf diese beiden Skills entsprechend dann auch fungieren. Super. Via Drag and Drop können wir natürlich auch alles, was irgendwie in dem Backlog sozusagen der einzelnen Jira-Vorgänge ist, auch dann einziehen und in die Risikomatrix einbetten. Letzten Endes ist, und das meine ich auch überhaupt nicht wertend, ist das aber auch nichts anderes als eine Matrix, die sich sozusagen den Wert von zwei Custom Fields anguckt. Das sind letzten Endes zwei Single Selects, ne? Wo es dann in der Probability und wo es im Impact letzten Endes eingeordnet ist. Es ist einfach nur nochmal schön, das nochmal als Matrix zu sehen, wo man nicht alle Jira-Vorgänge drin hat, sondern vielleicht nur die zwei, auf die man ganz besonders als Projektmanager achten möchte. Und dann hat man die entsprechend auch dann auch besser im Auge. Dann kommen wir noch zu einem Alpha-Feature. Und zwar in Big Picture 8 haben wir dann auch die Möglichkeit, zukünftig unsere ganzen Jira-Aufgaben geplant in meinem Produktinkrement oder in meiner Iteration im Kalender zu sehen. Das heißt, Zeitstrahl haben wir ja wirklich viele Möglichkeiten, den Zeitstrahl zu sehen in der Gantt, im Scope letzten Endes und in der Overview. Und die Alpha-Kalender-Funktion ist letzten Endes auch einfach nochmal dafür da, um die Kalender entsprechend einzusehen. Wir haben also hier die Aufgliederung in Today, Tomorrow, Oktober und so weiter. Wir sehen aber auch, dass der Jira-Vorgang natürlich auch öfter vorkommt, wenn er über mehrere Tage läuft. Also die wiederholen sich dann entsprechend. An der Stelle, wie gesagt, aber auch noch ein Alpha-Feature. Hier wird noch viel passieren. Ich denke, da kann Pavel vielleicht nochmal das eine oder andere Wort am Ende zu euch quasi zu übermitteln, wie das dann mit dem Kalender eventuell weitergeht. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen. Nicht, dass ich jetzt Pavel in eine unangenehme Situation gebracht habe. Genau. Wir haben jetzt noch 2 Minuten für die Reports. Auch hier möchte ich mich gar nicht ganz so lange aufhalten, weil das auch noch ein Beta-Feature ist. Das heißt, hier kann sich noch viel ändern. Letzten Endes habt ihr also hier aber trotzdem die Möglichkeit, euch Kreisdiagramme oder Balkendiagramme jeglicher Art irgendwie anzulegen, in einer Filter-View, in eine Balken-View oder in eine Kreisdiagramms-View quasi zu wechseln. Und was das halt hier so charmant macht, ist, dass ihr dieses Reporting immer auf Scope eurer Big Picture Box habt. Ne? Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ja einmal einen großen Scope zu einer gewissen Thematik, sei es halt die Scaled Agile Framework Planung oder eure Wasserfallplanung eines ganz gewissen Projektes definiert, habt eure ganze Planung ja quasi schon im Big Picture. Und wenn ihr jetzt über die Reports wieder in die Dashboards müsstet und euch da wieder diese ganz feingranularen Filter anlegen möchtet, dann haben wir eigentlich quasi eine doppelte Arbeit. Und das Charmante hier ist also, wir sind schon in unserer Big Picture Box und haben dann auch noch das Reporting, was ganz spezialisiert und basierend quasi auf diese Big Picture Daten sozusagen halt zugreift. Einwandfrei. So, jetzt habe ich noch 2 Minuten und mir ist eben gerade aufgefallen, dass ich am Anfang in der Overview gar nicht die verschiedenen visuellen Darstellungen gezeigt habe. Das heißt, wir haben auch nochmal die Möglichkeit, in der Overview, wo wir alle unsere Box-Konfiguration halt sehen, entsprechend nicht nur die Work-Breakdown-Structure uns sozusagen anzugucken, sondern wir haben hier noch 2 weitere Knöpfe, wo wir uns auch die ganzen Programme in einer Timeline sehen können. Ne? Nicht zu verwechseln mit dem Gantt. Wir sehen hier keine Jira-Vorgänge. Wir sehen wirklich nur die Box Iteration und die Box-Hierarchien und die Box-Konfiguration, je nachdem, wie viele wir untereinander ordnen. Hier sehen wir also Programm, Product Increment und Iteration. Hier haben wir aber quasi noch eine andere dazwischen. Also da haben wir quasi einen anderen Box-Typen dazwischen. Und alles hat letzten Endes ja auch irgendwie einen Start- und ein Enddatum. Und entsprechend habe ich jetzt eine große Übersicht im Zeitstrahl über alle meine Programme, / über alle meine Projekte, über alle meine Boxen.
Und das Gleiche geht auch nochmal in der Kanban-Ansicht. Das ist also quasi die Ansicht, die ihr aus Big Picture 7 noch kennt, in Anführungszeichen. Da hatten wir die einzelnen Programme als Karte und via Drag and Drop konnte ich dann das eine oder andere ganze Programm dann vielleicht auch schließen oder in Progress setzen oder starten. Und das sind halt einfach nochmal die Overviews, die ihr habt. Und weil ich es auch vorhin schon so oft angesprochen habe, zeige ich euch auch nochmal ganz kurz die Global Team Configuration. Die finden wir nämlich auch über das Home im Overview und dann über die Global Teams. Und entsprechend haben wir halt hier dann auch die Global Teams, die wir in den Produkten bzw. in den Boxen wiederverwenden können, aber halt nicht müssen. Ne? Ja, ich habe ja eben gezeigt, in unserem Saturn-Projekt hatten wir ja Team A, Team B, Team C. Hier werden es jetzt Alpha, Bravo, Charlie. Auch hier, der Knopf ist natürlich sehr charmant. Wer Tempo-Timesheets halt nutzt und schon im großen Stil vielleicht die Worklogs entsprechend schon mit Tempo-Timesheets plant, hat schon in der Regel Teams organisiert und diese Teams aus Tempo-Timesheets kann man dann auch nahtlos einfach in das Big Picture konfigurieren, beziehungsweise in das Big Picture synchronisieren. Super. Kleiner Exkurs noch, wenn ich diese 30 Sekunden noch überziehen kann. Wir haben natürlich auch diese ganzen GAN-Verbesserungen, die wir haben, die haben wir letzten Endes auch in dem Dashboard. Das heißt, auch hier können wir nochmal einen Eingangsweg zeigen oder jemanden, der vielleicht keine Berechtigung im Big Picture hat, entsprechend auch unsere GAN-Module halt zeigen. Hier ist die Ressourcenmatrix sozusagen auch nochmal in der GAN-View, die ich dann hier über das Gadget, über das Editieren auch entsprechend ausstellen kann. Und wir haben auch die Möglichkeit, uns gewisse Größen dieses Big Picture Gadgets auch einzustellen, weil ja die Daten, die da drin sind, durchaus auch mal immens sein können. Ne? Das heißt, wir haben also hier sozusagen noch als Exkurs in, das Gadget sozusagen für die Dashboards und um dieses letzte Feature auch an der Stelle nochmal zu visualisieren. In der GAN View haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns die Ressourcen auf Assignee-Basis zu visualisieren und haben auch die Möglichkeit, quasi in der Minimap uns zu navigieren. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir haben jetzt ein Big-Picture-Projekt, was irgendwie 10-mal so groß ist, dann scrollt man sich manchmal auch die Finger wund. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen eine Minimap, wo wir entsprechend dann über den Zeitstrahl von links nach rechts oder dann auch, wenn man ein längeres Gantt hätte, sozusagen von unten nach oben navigieren kann. Um das halt nicht über diese View machen zu müssen. Ganz genau. Um nochmal auf die Methodik zurückzukehren, wenn ihr in eurem Unternehmen interessiert seid, das Scaled Agile Framework entsprechend halt umzusetzen, würde ich euch auch gerne einladen, immer ganz gerne auf stagil.com mal zu gehen und entsprechende Kontaktformulare vielleicht auch irgendwie auszufüllen oder auf uns zurückzukommen. Wir haben zertifizierte Mitarbeiter, die das Scaled Agile Framework mit euch quasi zusammen umsetzen können, euch da konzeptionell unterstützen können und dann auch mithilfe von unserer Expertise, diese dann auch im Big Picture entsprechend zu konfigurieren und dann auch richtig umzusetzen. Also fühlt euch frei, wie man im Englisch sagen will, feel free, uns jederzeit zu kontaktieren und einfach unsere Homepage zu nutzen, uns anzurufen oder uns E-Mails zu schreiben. Wenn ihr Fragen zu Big Picture habt, oder gewisse Punkte jetzt vielleicht nicht in der Tiefe beleuchtet wurden, wie jetzt das Scaled Agile Framework zum Beispiel oder das Multi-Sprint-Planning. Meldet euch gerne bei uns, sagt uns gerne Bescheid und dann können wir euch mit Rat und Tat zur Hilfe stehen. Wunderbar. Ich würde jetzt also an der Stelle quasi den offiziellen Rahmen dieses Webinars beenden. Das heißt, wir wären jetzt soweit von den Inhalten, die wir zeigen wollten, entsprechend durch und dann sehe ich das jetzt als guten Zeitraum, entsprechend nochmal die Fragen zu beantworten. Wenn ich diese Fragen jetzt gerade hier so offen habe, seht ihr die oder werden die euch quasi als Teilnehmer nicht visualisiert in meiner Bildschirmübertragung? Pavel, kannst du mir da einmal kurz Rückmeldung geben, bitte? Ich sehe die Fragen in diesem Q&A bei mir, aber bei... In meiner Bildschirmübertragung sind sie aber nicht drin wahrscheinlich, ne? Nee, alles klar. Okay. Also, der Matthias Schäfer hat die Frage gestellt, ob Sie, könnten Sie, wenn es den Rahmen nicht sprengt und Sie das installiert haben, mal zeigen, wie man in Big Template ein Design-Template konfiguriert. Wenn das den Rahmen sprengt, kämpfe ich mich durch die Doku durch. Also das würde definitiv den Rahmen sprengen, aber sehr, sehr gerne können wir im Anschluss dann nochmal drüber sprechen. Vielleicht nicht heute, es wird auf meiner Seite ein bisschen knapp, aber wie ich gerade angesprochen habe, gerne über das Kontaktformular von stagil.com gehen. Dann können wir entsprechend da
zur Seite stehen und dann auch gerne in den Big Template Templates im Design und in Konfigurationen, in der konzeptionellen Herangehensweise, können wir dann sehr, sehr gerne unterstützen. So, wunderbar. Dann haben wir noch die Frage von David Wurm. Wenn man eine Programmbox hat, in welchen mehrere Teams an einem Inkrement in unterschiedlichen Sprints arbeiten, ja, sehr gut, kann man unter einem Inkrement mehrere Iterationen, in Klammern Sprints, von unterschiedlichen Teams, aber mit parallelen oder ähnlicher Sprintdauer erstellen. Okay, also, Pavel, du kannst mich da gerne gleich inhaltlich noch ein bisschen unterstützen. Die Frage ist auf jeden Fall ganz gut geschachtelt, wie die Hierarchien letzten Endes. Genau. Ja, also erstens in dem Programmbox kann man es nicht, aber man kann die Konfiguration des eigentlich nicht Programmboxes, sondern der Iteration ändern, weil in Big Picture 8 ist es schon möglich, dass Boxen, die einem anderen Box untergeordnet sind, auch dass die nicht nur Sprintdauer, aber auch dass die Datümer, dass die Sprints aufeinander gesetzt sind. Das heißt, es muss nicht sein, dass die Sprints nacheinander definiert sind. Man muss aber die Konfiguration der Box, also in diesem Fall der Iteration, müsste man ändern und dort einstellen, dass diese Konfiguration erlaubt ist, dann wird diese Fehlermeldung auch kein Not-Overlap nicht mehr vorhanden sein. Nur trotzdem wird eine Iteration dieselbe Sprintdauer oder dieselbe Start- und Enddatum haben für alle Teams, die wir drunter haben. Das heißt, man müsste, wenn man das anders machen will, müsste man halt verschiedene Sprints per Team, also getrennte Sprints definieren und dann die Teams halt irgendwie die Aufgaben entsprechend zuordnen. Ich weiß nicht, ob ich mich da... Ja, Pavel, das heißt, um vielleicht nochmal zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, A, ich kann in der Box-Konfiguration definieren, dass ich sozusagen eine parallele Sprintplanung ermögliche, damit ich overlappen kann sozusagen. Genau. Ich müsste aber trotzdem auch mehrere Sprints, also mehrere Boards für das jeweilige Team definieren und in der Team-Konfiguration mehrere Sprints je Iteration zuordnen. Ist das richtig? Ich bin nicht sicher, ob man mehrere Boards definieren muss in Jira, aber mehrere Iterationen in Big Picture auf jeden Fall. Ja, okay, alles klar. Okay, David, ist damit die Frage für dich quasi beantwortet. Ich glaube, du kannst ein Handzeichen machen, dann würde ich das entsprechend sehen. Ansonsten auch gerne, ne, also selbe Information für dich. Melde dich gerne bei uns, wenn du da an der einen oder anderen Sache noch Schwierigkeiten hast, dann können wir uns das gerne nochmal ganz detailliert halt anschauen. Ich würde aber sonst jetzt erstmal die Antwort quasi als erledigt markieren. Einwandfrei. Wir haben jetzt noch 20 Zuschauer. Sind bei den 20 Zuschauern noch irgendwelche Fragen offen geblieben? Wenn ja, beantworten wir die gerne noch. Ansonsten wären wir soweit von unserer Seite durch. Klasse. Die ersten Zuschauer gehen. Von David Wurm kam ein Handzeichen. Einwandfrei. Super. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank euch. Vielen lieben Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn wir in Kontakt bleiben, falls ihr weitere Fragen oder Feedback auch zu Big Picture 8 oder der Safe-Konfiguration halt habt, meldet euch dann gerne bei uns. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und viel Erfolg. Haltet die Ohren steif. Also, vielen lieben Dank und bis dann. Vielen Dank. Ach, jetzt kam doch noch eine Frage rein. Mensch, Pavel, bist du noch da? Ja. Dann lass uns die doch noch direkt beantworten. Entschuldigung. Also gäbe es denn die Möglichkeit, das Video der Präsentation zu bekommen? Das prüfe ich mit unserem Marketing-Team. Wir haben auf jeden Fall alles aufgenommen entsprechend und würden wir gerne dann entsprechend Rückmeldungen geben. Also ich gehe stark davon aus, ja. Super. Einwandfrei. Also dann. Diesmal bin ich wirklich weg. Bis dann. Ciao.